Das alles nicht machen, man muss es nicht tun, man kann es lassen. Natürlich kann man es machen. Wo war denn jetzt hier die Schere? Schönes Heimritual, ja. Ihr könnt auch sagen, weil Heimwerkerritual könnte man auch sagen, ne? Weil eine der größten religiösen Gemeinschaften sind in den Baumärkten zu finden. Weiß nur keiner. Also, was machen wir denn da jetzt? Ah, krass. Wir machen jetzt so ein bisschen Harry Potter, ne? Einverstanden. Harry Potter und wie heißen die alle? Gandalf und der Priester aus der Versenkung oder wie, ne? Guck mal, was ist denn hier los? Hier ist ja auch noch der Doyle los, ne? Pass auf. Aber das ist ja doch zu schön, um wahr zu sein. Von daher lassen wir das doch. Das ist echt zu schön, um wahr zu sein, ne?
Wenn man sich das mal richtig vergeht, während ich tue, ist das alles viel zu schön, um wahr zu sein, ja? Hallo? Mein Gott. Steht alles, kein Mensch. Ich weiß auch nicht warum. Was ist denn los? Warum verstehen die Leute das eigentlich nicht? Dass wir hier von Botschaften sprechen. Immer. Eigentlich. Kommunikation ist ja reine Botschaft. Die Frage ist nur, hat der eine da recht oder nicht? Der eine da. Haben wir Kontrolle? Das ist die einzige Frage, die wirklich interessant ist. Haben wir Kontrolle? Wenn wir nämlich keine Kontrolle haben, sind wir der Pluto-Energie ausgeliefert. Was nicht unbedingt das Schlechteste sein sollte, man muss. Aber das muss man auch wieder können. Ne? Das ist echt ein Problem für Leute, die das nicht drauf haben. Die verstetteln sich ganz, ganz schnell. Was haben wir da schon mitbekommen? Nee. Guck mal. Das Ganze hat eine natürliche Ordnung, wie immer. Ne? Und wenn wir Glück haben und das ins Wasser stellen, kommt da wieder ein Strauß raus. Ne? So, jetzt wollen wir hier anfangen, anständige Längen einzuführen. Na gut. Was ist das denn hier für ein Ding, ey? Das kann ja alles nicht wahr sein, ne? Okay, jetzt kriege ich das Ganze langsam. Wir können übrigens nicht das ganze Ritual filmen. Es gibt da geheime Sequenzen. Die kann man nicht. Ja, jedenfalls nicht ungefiltert, ne? Ungefiltert nie, ja? Ungefiltert nie. Wenn wir das mal begriffen haben, da haben wir schon viel erreicht. Ungefiltert also nie. Ja? Ach Mann, ich glaube, das ist echt eine heikle Geschichte. In diesem Fall gehen wir die ganze Sache mal von einer anderen Seite an. Ne? Haben wir gesagt, im Gegensatz zu den anderen, das, dazu kommen wir später. Ne? Genauso wie wir später, vielleicht später, Politik macht. Gibt es etwas der politische Magie? Klar, wird jeder vernünftige oder unvernünftige Mensch sagen, klar, das stimmt. Das unterstütze ich voll und ganz oder auch nur halb, und das ist Magie. Ja? Es geht doch letztlich erstmal darum, es geht eigentlich immer darum, was ist wahr und was ist falsch. Auch nicht. Aber auch. Es geht darum, dass der Grundsatz mit dem alles ist zwei, ja, ist alles gesagt, könnte man auch sagen. Man hätte damals schon sagen können, ja, wer es begriffen hat, hat es begriffen. Wer es nicht begriffen hat, der wird es auch nicht begreifen. So schnell. Jedenfalls nicht. Ja. Das ist jetzt hier so eine Sache, ne? Wir bekommen jetzt hier langsam den Eindruck, dass irgendwelche. Hey, das war Katzenfutter. Hier, das ist. Weiß ich nicht. Entweder ist es. Das ist mir noch zu viel Unruhe, ne? Andererseits hat das ja was. Wir können das ja mal einführen, dass wir mal hier so. Zwischenebene. Ja, klar, das war natürlich idiotisch. Weil. Wenn wir hier richtig aufpassen, kriegen wir das Kuhschloss geknackt. Ne? Hier könnte man auch eine kleine Schlosskombination ausmachen.
Jedenfalls werden sich die Gelehrten irgendwann wundern und sagen, was soll das denn eigentlich? Was haben diese komische Kultur sich dabei gedacht damals? Was haben die sich eigentlich damals dabei gedacht? Haben sie sich überhaupt was dabei gedacht? Ja, da haben sie sich was dabei gedacht. Selbstverständlich haben sie sich was dabei gedacht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, also da müssen wir einschalten, weil das geht nicht. Das weiß ich nicht, aber so kannst du nicht bleiben. Hier ist die Schlüsselstelle. Das da, da ragt auch etwas. Ich meine, ist ja gut, dass es da ist, aber halb so groß tut es auch. Andererseits, schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig festzuhalten. So, wir sind jetzt auf jeden Fall in der Ebene, wo wir das einfach abmachen, ne? Mann, wir haben die Schnauze doch gestrichen voll. Was ist denn hier oben? Ja, siehst du, da hätte man vielleicht einen Fehler gemacht. Beinahe hätte man einen Fehler gemacht, aber nur beinahe. Jawohl, siehst du, was ist das? Wenn man einmal mit der dunklen Seite anfangen will. Das hier ist so ein Teil, das hat sowas von archaischem, ne? Wie sagt man dazu? Das ist etwas. Wenn es vorher grün war, ist es jetzt rot. Spätestens jetzt. Ja?